Hallo Ritter des Steins und willkommen zu einer neuen Episode. Und was meint ihr? Habe ich aus dem letzten Video etwas gelernt? Wenn ich mir das hier anschaue, wohl eher nicht. Ich habe wieder vier Module hier auf dem Tisch für euch stehen. Und ich muss sagen, es passt halt einfach besser zusammen, weil man einfach wieder zweimal hinten, zweimal vorne hat. Es gibt dann einfach ein schöneres Bild, das kann man gut in einem vorstellen. Und hier möchte ich das einfach nochmal machen, weil es hier auch nicht so viel los ist, damit ich hier zwei Videos zum Beispiel draus machen könnte. Deswegen heute nochmal vier Module und das schauen wir uns natürlich dann auch wieder genauer an. Als erstes schauen wir uns natürlich wieder den Übersichtsplan an. Wir sind jetzt hier mittlerweile schon ein gutes Stück vorangekommen auf dem Weg und im Prinzip haben wir einfach wieder nur Felsen, dann haben wir den Weg und dann haben wir noch das Untere. Und es soll wie gehabt sein, dass oben eher weniger Landschaft ist, aber heute kommen da dennoch auch ein paar Bäume. Weiter unten soll es natürlich wirklich deutlich wilder sein. Und wenn wir uns einfach nochmal die Renderbilder anschauen, da sehen wir einfach, da haben wir doch unten dieses Mal auch wieder etwas mehr Platz. Da kann man wieder mehr hinbauen. Und das habe ich natürlich auch getan. Und das möchte ich euch dann heute auch wieder zeigen. Dann schauen wir doch nochmal hier kurz drauf. Ich möchte nochmal kurz sagen, was denn eigentlich meine Überlegungen hierbei waren. Zum einen natürlich an dem Weg, da oben geht es weiter. Warum jetzt hier Bäume sind? Ich wollte halt doch einfach noch mal ein paar Akzente setzen, damit einfach nicht alles kahl ist oben. Und ich finde, die paar Bäume stören nicht. Also der natürlich sowieso nicht, der ist relativ niedrig. Die Birken sind natürlich etwas höher. Aber wenn natürlich hier oben die Mauer kommt, die sind halt immer noch recht weit unten. Und ich finde, das ist auch soweit okay. Und es bringt auch einfach noch mal einen Farbtupfer rein. Hier unten in dem wilden Bereich, da haben wir sogar gleich drei Bäume. Das soll es natürlich ja auch wild sein. Und man kann es jetzt, ich weiß nicht, ob man es auf dieser Kamera oder dieser Perspektive gut erkennen kann, dass im unteren Bereich, da habe ich einen kleinen verwilderten Friedhof hingebaut. Auch wieder natürlich nur angeschnitten. Der müsste natürlich eigentlich noch viel weiter nach vorne gehen. Aber ich habe gedacht, es bietet sich da irgendwie an, weil ich habe lange überlegt, was könnte man da unten noch hinmachen. Irgendwie so ein. Wie eine Art kleiner Tempel oder ein kleiner Schrein oder irgendwie sowas, was im Wald halt rumsteht, so ein bisschen verwildert ist. Aber ich habe gedacht, da könnte man doch eigentlich auch einen Friedhof machen, gerade weil das ein bisschen Platz ist. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich packe das wieder rüber in meinen Foto-Video-Bereich und dann gehen wir natürlich auf die Details ein und ich zeige euch das alles noch genauer. So, dann zeige ich euch doch mal wieder das Modell. Ich habe die vier Module jetzt hier wieder aufgebaut. Und ich würde sagen, wir beginnen doch einfach mal mit dem oberen Bereich. Wir haben auch hier natürlich wieder ein paar Minifiguren. Also das heißt wieder, wir haben jetzt hier einfach vier Minifiguren. Wir haben auch einiges an Tieren wieder hier verbaut. Ein paar Hasen. Oder jetzt auch hier auf der Seite noch eine Katzenmama, die mit ihren zwei Kindern spielt. Vielleicht ist das hier auch die vermisste Katze. Wir haben daneben jetzt dann auch ein paar Baumstümpfe. Das heißt, da waren vielleicht mal noch mehr Bäume, die man jetzt halt abgeholzt hat. Genauso haben wir dann weiter, wenn es weiter rechts geht, da ist dann auch noch ein bisschen mehr dichterer Bewuchs halt einfach. Ich zeige euch das einfach weiter hinten nochmal, wo dann auch dieser Reiter ist, der vielleicht gerade eine wichtige Nachricht halt weiter reicht, zur Burg hochbringt. Auf der linken Seite haben wir dann halt noch eine Frau mit ihren zwei Kindern vielleicht, die halt gerade dabei sind, ein paar Beeren an den Sträuchern zu pflücken. Also das habe ich mir so als Szenen für hier gedacht. Dann schauen wir uns doch mal noch die Bäume an, beziehungsweise die Birken, die ich hier hinten gebaut habe. Die sind eigentlich ziemlich einfach gebaut. Also das Round Bricks, dann Blades, also Round Blades, und dann Bar Handles und ihr seht ja die Teile, die ich jetzt hier verwendet habe. Das ist halt relativ flexibel. Man kann die ja natürlich in alle Richtungen drehen, nach oben, nach unten. Das ist eigentlich ziemlich simpel, es ist relativ stabil. Es biegt sich auch ein bisschen immer, gerade wenn du mal längere, höhere Birken hattest, wirkt dann auch gleich mal noch ein bisschen natürlicher, wenn da so eine Biegung drin ist.
Und wie ihr es ja auch sehen könnt, als Farben habe ich mich jetzt halt entschieden, dass ich Limb-Elemente in Lime nehme und Blätter in Lime und Blätter in Bright Green. Einfach, als auch mal ein bisschen heller wird. Birken sind hier eigentlich auch eher heller und die sorgen einfach nochmal für einen größeren Kontrast. Unter den Birken, wenn wir jetzt hier gerade nochmal einen Blick drauf haben, habe ich es halt wieder dichter bepflanzt. Ich stelle die jetzt gerade mal hier auf die Seite nochmal hin oder versuche die wieder reinzubekommen. Jedenfalls unten habe ich viel mit diesen Blättern halt wieder dicht gemacht. Einfach damit es wieder ein bisschen wilder ist. Und jetzt schmeiße ich das natürlich auch noch um. Aber gut, ihr seht ja, was ich meine. Also diesen dichten Bewuchs auch da unten drunter wieder. Das sind auch noch drei kleine andere Bäume. Dann würde ich sagen, zeige ich euch mal noch diesen Baum hier. Der ist relativ klein. Ich glaube, weiß gar nicht, ist der auch vom Garten der Stille inspiriert? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Oder ob ich das irgendwo anders gesehen habe. Aber der ist eigentlich auch relativ simpel. Man hat auch diesen gebogenen Ast halt und dann diese anderen Barhalter, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich auch relativ flexibel, einigermaßen stabil. Aber ich verwende diese Baumtechnik jetzt eher nur selten. Es bietet sich jetzt da an, gerade so an diese Felswand so einen kleinen Baum halt hinzumachen. Aber das ist jetzt halt keine Technik, die ich irgendwie öfter oder viel verwendet habe. Weiter unten im unteren Bereich, da kommt halt einer, der ist nochmal so ähnlich. Also das ist im Prinzip auch eine Abwandlung von der Technik von diesem roten Baum, wenn ihr euch erinnern könnt. Aber nur halt alles deutlich weniger und nicht so voll gemacht. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt euch aber noch mit nach unten. Schauen wir uns, wie es denn da unten aussieht, auch ein bisschen kleinen Friedhof. Ich habe mir ja gedacht, ich möchte da einen Friedhof hinmachen, der halt einfach ziemlich verwachsen ist. Jetzt hoffe ich, dass ich die Position mal gefunden habe. Eben, genau, also ein relativ zugewachsener Friedhof, sage ich mal, mit vier Gräbern, die ich da hingemacht habe. Da steht dann halt auch ein großer Baum. Gleiche Technik wie immer, diesmal halt nur eben mit Dark Orange Limb-Elementen und Olive Green Blättern gemacht. Es ist die gleiche Baumtechnik, auch wie der links neben dran ist dann auch wieder, also der ganz links neben dran, ist die gleiche Technik eigentlich im Prinzip wieder, aber durch die unterschiedliche Farbung sieht es da trotzdem wieder anders aus. Man sieht es auch, man kann einfach in der Höhe variieren und sowas. Das ist eigentlich ja, relativ gutes System, wie ich finde. Ansonsten haben wir auf der linken Seite natürlich auch wieder einen ziemlich zugewucherten Bereich, weil da geht es ja richtig dann, wo es links weitergeht, da ist ja eh alles komplett wild. Da habe ich gedacht, dann mache ich hier das auch nochmal so wild und die Grenze wird dann so ein bisschen übergehen, sage ich jetzt mal, weil hier ist es so wild und dann geht es aber noch rüber dann zum Friedhof, wo dann da durch den Zaun so ein bisschen abgegrenzt ist. Schauen wir uns aber jetzt nochmal genauer den Friedhof an. Also ich habe hier auch mit solchen Curves habe ich dann, neben dem Zaun habe ich dann diese Curves noch eingelassen quasi als Grabhügel, da wo das Grab halt eigentlich ist. Dann halt die einzelnen Kreuze. Wenn wir dann noch weiter rüber gehen, da haben wir dann noch das Tor. Also das ist auch wieder nur so angeschnitten, ist ja auch nur so ein halbes Tor daneben der Spinne. Man kann es natürlich, wenn ich es hinkriege, auch auf und zu machen. Und dann geht es halt über einen Weg dann quasi noch weiter in die Zivilisation hinein. Das war so die Überlegung, die ich dabei noch hatte, dass es da dann halt weitergeht, unten am Berg entlang führt. Und im Hintergrund sehen wir jetzt ja auch noch so ein paar Weinreben. Die habe ich ja auch recycelt aus der alten Burg. Da kommen aber dann auch noch mehr auf der rechten Seite weiter. Und dann würde ich jetzt noch sagen, schnappen wir uns wieder diese vier Module und bringen sie doch zur Gesamtburg, zu unserer großen Anlage rüber. Dann begrüße ich euch doch mal wieder aus dieser Perspektive, natürlich zuerst nur aus der Vogelperspektive wieder, wie ich das jetzt euch von oben zeige. Da hat man doch schon mal einen schönen Einblick wieder darüber, wie die Landschaft jetzt hier nach und nach wächst, auch wie jetzt sich hier dieser Weg durch die Landschaft schlängelt auf diesem Plateau, der das zur Burg hinaufführt. Also ich finde, das macht sich langsam echt gut. Das wächst und wächst und wächst. Und die Burg fügt sich nach und nach in die Landschaft ein. Und ich finde, es gibt eigentlich auch ein schönes, stimmiges Bild so. Ja, wenn es so zusammensteht, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr könnt mir da einigermaßen zustimmen oder seid meiner Meinung.
Gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher ran, gerade natürlich auch eigentlich so auf diese, sag ich mal, gerade Perspektive drauf, weil das ist ja auch eher die Perspektive, die man da auf der Messe hat, weil man steht ja eigentlich gerade davor. Das ganze Ding steht ja nicht auf dem Boden, sondern auf dem Tisch und kann dann natürlich so genau gerade drauf gucken, genau das sehen, was wir jetzt hier auch sehen, nämlich diesen verwilderten Bereich im unteren Teil, daneben dann auch den Friedhof. Deswegen habe ich auch gedacht, den Friedhof mache ich eben genau dahin, weil dann natürlich auch da gut gesehen werden kann. Er sitzt da nicht zu versteckt, sondern ist einfach im Blickfeld, genauso wie natürlich die anderen Seen, wenn wir jetzt auch hier nochmal den Wagen sehen. Und wie sich das jetzt hier auch mit der ganzen Burgmauer und den Felsen im Hintergrund einreiht, also die Burg, wie sie auf den Felsen thront und jetzt halt doch auch nochmal mit der Landschaft drunter und den paar Bäumen, die jetzt heute auch dazugekommen sind. Und ich finde die auch gar nicht so störend. Ich weiß, es wird wieder eine Meldung kommen, dass die da eigentlich nicht hingehören, aber das ist meine künstlerische Freiheit, genauso wie beim Wasser. Und was ich jetzt hier noch machen möchte, beziehungsweise damit wird es nächstes Mal weitergehen, weil wir fehlen ja noch ein paar Module. Und die werden wir dann in den nächsten Folgen machen. Erstmal hier das Modul und das daneben, das wird dann die nächste Folge sein. Und dann eben die vier, die noch da drunter kommen. Also das ist der Plan für die nächsten zwei Folgen. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Module ohne die Burg. Ich würde auch wieder sagen, schreibt mir eure Kommentare, eure Meinung. Ich denke, da gibt es jetzt sicherlich vielleicht irgendwie was zu sagen. Gerade ich kann mir vorstellen, dass manche wieder ein Problem damit haben, dass eben halt jetzt hier Bäume bei der Burg stehen, was ja eigentlich historisch ja auch korrekt ist, dass da nichts wäre. Aber ich denke, die paar Bäume, davon geht die Burg nicht unter. Aber schreibt natürlich gerne, was eure Meinung ist. Ich bin sehr gespannt, wie immer. Ich gucke natürlich, dass ich es auch wie immer dann umsetzen kann oder zumindest kommentiere. Und dann sage ich einfach wieder, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal. Daumen nicht vergessen.